Hallo liebe Rasenfreunde, habt ihr eine rechteckige Rasenfläche und wollt nachträglich eine Bewässerungsanlage verbauen, dann empfiehlt sich so ein Viereck-Versenkregner. Und wenn euch interessiert, wie wir den nachträglich oder neu verbauen können, dann bleibt dran. Ja, ich bin hier beim Bekannten im Garten und wir haben hier eine recht schöne viereckige, rechteckige Fläche. Und bei so einer Fläche empfiehlt sich natürlich so ein Versenkregner, der genau geeignet ist für Viereck, also für rechteckige Flächen. Den kann man genau einstellen von 2 Meter bis 15 Meter Länge, Wurfweite und quer von 1 Meter bis 9,5 Meter. Also insgesamt 2 bis 140 Quadratmeter. Meter Fläche kann so ein Versenkregner beregnen. Und das ist eigentlich perfekt hier die Fläche, dass wir hier die bewässern wollen. Und wir haben einen kleinen Vorteil. Hier war schon mal verbaut eine Anschlussdose. Und diese Anschlussdose haben wir schon mal ein bisschen hier freigemacht, geöffnet. Und hier ist schon ein Rohr verbaut, genau zum Wasserhahn. Und das heißt, wir wollen jetzt dieses Rohr nehmen, weiter verlängern und wollen dann genau abmessen hier in der Mitte, dass wir hier diesen Versenkregner anbauen. Und dann kann er schön diese Fläche hier beregnen. Da hinten seht ihr vielleicht schon ein bisschen eine Absperrung. Hier wird das Ganze gepflastert. Hier kommt entweder ein kleiner Stellplatz hin oder ich weiß gar nicht, was hier genau gemacht werden soll. Aber hier passiert nichts und darum ist es perfekt, wenn bis hierher der Regner beregnet. Jetzt haben wir hier hinten noch eine kleine Fläche und hier werden wir jetzt nicht so einen Beregner einbauen können. Und hier hatten wir auch eine Anschlussdose, das ist auch wieder ein Vorteil gewesen. Das heißt, hier bauen wir zwei ganz normale kleine Versenkregler und die kommen in die Ecke und in die Ecke und dann können die diese Fläche hier schön auch beregnen. Ja, und das wollen wir jetzt heute beginnen als erstes. Machen wir mal mit dieser Baustelle beginnen wir. Das heißt, wir messen uns mal genau die Mitte ab, wo dieser Regner einfach hinkommen soll. Und dann können wir schön hier aufgraben, ausstechen, eingraben und einfach dieses Rohr verlängern. Und genau hier in die Mitte, dass wir eine schöne Fläche hier beregnen können. Ja, was für eine Herausforderung haben wir? Hier wurden verbaut, das sind noch so ältere Rohre, auch von Gardena, das sind 32 mm Rohre. Und neuerdings, jetzt kann man die gar nicht mehr so nachkaufen, also im Bauhaus habe ich da gar keine gefunden, weil Gardena jetzt komplett auf 25 mm Rohre setzt. Aber es gibt von Gardena sogenannte Adapterstücke. Da sieht man, die sind hell, die 32 mm und dunkelgrau, die 25 mm. Und mit diesen kann man dann, wenn man das öffnet, kann man dann den Adapter drauf tun und kann man von 25 mm auf 32 mm ganz einfach das Ganze verbinden. Das heißt, wenn ihr irgendwo solche Rohre verbaut habt, dann ist es überhaupt kein Problem, wenn ihr neue Düsen habt. Ihr könnt ganz einfach mit so einem Adapterstück auf die 32 mm umsteigen. Und und das werden wir da vorne jetzt machen bei der ersten Stelle. Das heißt, wir werden jetzt ausmessen genau, schauen, wo ist die Mitte. Dann den Rasen mit einem Spaten ausstechen. Also wichtig ist, wenn ihr sowas verbaut, dann schaut, dass ihr nicht einfach rausgrabt und den alten Rasen den kaputt macht, sondern mit einem Spaten schön ausstechen, Rasen umklappen, dann könnt ihr die Leitung verlegen und dann klappen wir einfach den Rasen wieder drauf. Und in einer Woche später seht ihr gar keine Lücke mehr oder gar keine lückenhafte Stellen, wo der Rasen kaputt gegangen ist. Ja, als erstes messen wir ab und dann graben wir aus. Ja, wir haben jetzt hier die Stelle aufgebuddelt, wo diese Anschlussdose war. Und hier haben wir ja diesen 32 mm Schlauch oder Rohr. Und jetzt müssen wir wirklich das abschneiden und diese Rohre sind sehr dick. Und darum empfehle ich euch auch richtig so eine Schere, so eine spezielle Schere, gibt es auch im Bauhaus, wo richtig so richtig pumpt, wo ihr diese Rohre schön durchschneiden könnt. Weil ansonsten kann es sein, dass die verknicken
und dann euch kaputt gehen. Und dann kriegt ihr sie auch nicht mehr in den Anschluss, ins Ventil, oder es ist undicht. Und darum werden wir das jetzt schön abschneiden und anschließend hier mit dem 32 mm den Adapter auf 25 mm. Dieses Rohr ist sehr tief verlegt worden. Das heißt, wir kommen dann ein bisschen nach oben und können dann diesen Weg hier schön gehen bis da vorne hin. Und da können wir dann die neue Viereckberegner dann verlegen. Jetzt werde ich als erstes mal das alte Rohr abschneiden, das neue Rohr verbinden, alles hier verbauen, verlegen. Und dann empfehle ich euch, bevor ihr alles zugleich mit Erde überschüttet, erst einmal Wasser drauf, gucken, ob alles dicht ist. Vielleicht vorher, bevor ihr den Beregner anschließt, Wasser drauf, dass die Rohre alle ausgespült werden. Nicht, dass da Dreck drin ist und dass ihr den Dreck in euren Beregner reindrückt und die Düsen kaputt gehen. Und darum schön erst einmal durchspülen, Beregner dran, anmachen, gucken, ob alles funktioniert und anschließend alles zudecken. So, jetzt erst einmal abschneiden, Adapter drauf, neues Kabel, neues Rohr verlegen und dann nehme ich euch wieder mit. Wir haben das alles jetzt verbaut, Adapter, ich zeige euch das gleich, aber noch ein Thema, Entwässerungsventil. Es gibt sogenannte von Gardena Entwässerungsventile. Ich habe mir welche besorgt, aber mein Bekannter hat gesagt, er tut sowieso jedes Jahr die Leitung durchblasen. Also mit Luft richtig durchpusten lassen, dass das ganze Wasser draußen ist. Das heißt, wenn ihr sowieso jedes Jahr regelmäßig eure Leitungen vor dem Winter, bevor der Frost kommt, Bodenfrost, durchpustet, dann braucht ihr kein Entwässerungsventil. Ansonsten, wenn ihr das nicht macht und das Zeug zu viel ist, dann könnt ihr so ein einfaches Entwässerungsventil einbauen. Das heißt, es kommt einfach an die tiefste Stelle. Wenn Druck drauf ist, Wasser drauf ist, schließt es. Wenn kein Druck drauf ist und ihr das abschaltet, läuft das Wasser an dieses Ventil hier zurück und dann läuft es wirklich schön in die Erde und ihr habt kein Wasser in den Leitungen und dann kann euch auch nichts gefrieren. Aber jetzt mal hierher, was haben wir hier gebastelt? Ihr seht, wir haben hier das Adapterstück drauf zu dem. Wir sind jetzt hier, weil es so tief war, sind wir jetzt hier nach oben. Ich habe das Handtuch nur hingelegt, dass da nicht verschmutzt ist beim Zusammenbasteln. Dann sind wir hier rüber und jetzt geht der Schlauch genau, das Rohr hier, das dünnere, das 25 mm, geht da vorne hin. Und darum habe ich gesagt, wir lassen jetzt mal Wasser drauf, um zu gucken, ob alles funktioniert, auch die Leitung alles dicht ist, bevor ihr wirklich das verbuddelt. Wir schauen uns jetzt an, ob was rauskommt. Und wenn alles passt, dann tun wir den Versenkregner schön hin, gerade, genau einbauen, Erde drauf, den Rasen, was wir umgeklappt haben, wieder her. Und dann in einer Woche sieht man gar nichts mehr von der Baustelle hier und der Beregner ist verbaut. So, erstmal Wasser drauf. So, man sieht, ich habe es einfach mal nur hingelegt, um zu gucken, ob das Wasser kommt. Es ist dicht, es kommt hier nirgends irgendwo Wasser raus. Also das ist ganz wichtig, dass man dann prüft, dass die Leitung auch wirklich überall dicht ist. Ja, also das passt und jetzt können wir das natürlich schön richtig gerade verbauen. Ja, und schon sind wir fertig. Wir haben jetzt, wie ihr hier unten seht, das Ganze versucht nochmal zu begradigen, alles nochmal draufgelegt. Wenn ihr diese Flickarbeiten macht und hier ein bisschen uneben ist, das ist überhaupt kein Problem. Wir nehmen dann anschließend frischen Rasenhumus oder Sand, ziehen das gerade mit dem Rasenrakel und haben wir überhaupt keine Unebenheiten und solche kleinen Stücken. Natürlich kann man hier basteln und noch Rasenreste hier rein tun oder wir sehen einfach nach. Einfach ein bisschen Rasensamen nachsehen und dann ist es wunderbar. Und warum ist hier so eine Tüte drauf? Das ist ein Tipp vielleicht an euch, wenn ihr solche Arbeit macht und das Ganze wieder flickt, stülpt eine Tüte drauf über den ganzen Versenkregner, weil dann habt ihr nicht das Problem, dass es alles schmutzig ist. Und dann einfach die Tüte rausziehen und alles ist wunderbar. Ich lasse die Tüte jetzt noch drauf, weil ich möchte ja nicht, dass das irgendwie noch verschmutzt, wenn wir hier noch arbeiten machen. Ja, also Rasenfreunde, ihr seht, so eine Arbeit ist wirklich nicht schwer. Traut euch zu, versucht es mal alleine, bastelt mal.
Und wenn ihr natürlich Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare, schreibt mir eine E-Mail und ich helfe euch natürlich da gerne weiter bei Fragen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Lasst einen Daumen da, da kommen auch weitere Videos, das ist alles kostenlos für euch und ich freue mich auf die nächsten Videos mit euch. Also, Rasenfreunde, macht's gut, euer Grün ist schön.